Habe die Ehre, hier ist wieder der Martin, heute mit einem Thema, was mir ganz besonders Freude macht, darüber zu sprechen, und zwar geht es um das Thema Erfolg. Du stellst dir sicherlich auch öfters die Frage, warum habe ich keinen Erfolg? Warum habe ich keinen Erfolg in der Beziehung? Warum habe ich keinen Erfolg in meinem Beruf? Warum habe ich keinen Erfolg in meiner Selbstständigkeit? Im Sport, wo auch immer. Und die Antwort darauf und beziehungsweise die Frage, die du dir gestellt hast, ist ganz normal, weil ich war auch oft in solchen Lagen, wo ich einfach der, wo der Erfolg ausblieb, bis ich dann mal auf einen super Menschen gestoßen bin, Kurt Tepperwein, der mir das Ganze erklärt hat anhand seines seiner Seminaraufnahmen. Und zwar, wenn man die Perspektive ändert und sagt, eigentlich tritt Erfolg immer ein, auch Misserfolg ist ein Erfolg. Und Erfolg kommt vom Wort, oder hat das Wort Folgen in sich. Das zeigt wieder auf, wie genial die Sprache ist, oder unsere deutsche Sprache in dem Fall. Also, was bedeutet das Folgen? Folgen heißt, es folgt auf eine, ja, auf einen Anstoß, auf eine Ursache, die ich gesetzt habe. Und die Ursache, die ich gesetzt habe, ist, ich möchte dies und dies erreichen. So. Nehmen wir mal das Beispiel Laufen lernen. Ein Kind, ich habe eine kleine Tochter, 3 Jahre alt, die hat mit anderthalb, nicht anderthalb, mit 14 Monaten hat sie es laufen gelernt oder konnte sie endlich laufen. Und wie sie angefangen hat, ist sie mehr, und das geht jedem Kind ähnlich, ist mehrmals hingefallen, hat sich wehgetan, hat aber nie aufgegeben und irgendwann konnte sie laufen. Wieso? Weil sich am Anfang das Ziel gesetzt hat, aufgrund auch des sozialen Umfeldes oder des Einflusses ihres Umfeldes, weil sie Leute gesehen hat und Menschen, die so selber auf 2 Beinen laufen, hat sie sich das Ziel gesetzt, unbewusst, ich will laufen lernen. Gut, also Ziel war gesetzt, die Ursache war gelegt und sie hat es so lange nicht aufgegeben, bis sie es geschafft hat. Also ist hier die Einstellung eine ganz wichtige Sache. Mit der richtigen Einstellung nie aufgeben, nicht an sich zweifeln. Man sieht andere, die es auch geschafft haben, die Ziele zu erreichen, die man vielleicht sich früher nicht ausmalen konnte. Dann ist die Frage, warum soll man es dann nicht selbst schaffen? Und warum soll man sich nicht an sich selbst glauben, wenn es andere auch gemacht haben, die vielleicht weniger oder unter bemittelt waren, die nicht die gleichen Voraussetzungen haben, nicht die gleichen finanzielle Hilfe, nicht die Unterstützung der Familie, des Partners, der Partnerin und so weiter. Daher der zweite Punkt ist für mich ganz wichtig, ist der Glaube. Der Glaube an sich selbst. Nur indem man an sich glaubt und an seinem Ziel auch wirklich und an seinen Träumen festhält und den Erfolg dadurch mehr oder weniger zementiert, schafft man, kann man es schaffen, ein erfolgreiches Leben zu führen. Und erfolgreich in dem Sinn, dass man auch wirklich die Ziele erreicht, die man haben will und nicht einfach daran vorbei lebt und was erhält vom Leben, was man eigentlich gar nicht verursacht hat. Zu vergleichen mit und das habe ich von einer anderen Trainerin, Coaches bekommen. Dafür bin ich ihr sehr dankbar. Ist es mit einer Amazon-Bestellung. Wenn ich bei Amazon was bestelle, dann schaue ich auch nicht nach, ob die Lieferung eingehalten wird und ob der Liefertermin auch oder ob die Auslieferung an dem Liefertermin ist. Außer natürlich der Termin oder der Tag kommt, an dem der bestellte Artikel noch nicht bei mir angekommen ist, dann schaue ich nach. Aber in der Zeit, wo ich die Bestellung abgewickelt habe oder bestätigt habe und gezahlt habe, bis zu dem Zeitpunkt, dass der Artikel kommen sollte, eigentlich habe ich mit dem Thema Bestellung abgeschlossen, weil ich davon ausgehe, dass es auch eintrifft. Und ähnlich ist es auch mit den Zielen oder mit den Träumen, mit den Erfolgen. Wenn ich ständig Zweifel, so mir Sorgen mache, oh, schaffe ich das oder schaffe ich das nicht, dann komme ich wieder in eine negative Stimmung, eine negative Schwingung und dann
dann ziehe ich vielleicht genau das an, was ich nicht will, weil ich mir über dieses Worst-Case-Szenario Gedanken gemacht habe. Und das kenne ich nur allzu gut aus meiner Tätigkeit als Controller im Unternehmen. Damals konnte ich es nicht verstanden und es ist auch ganz normal, dass man und ich konnte es auch nicht verstehen, warum es andere nicht verstehen, dass man immer von dem Schlechten ausgeht. Aber wenn man immer schlecht negativ denkt und von den schlimmsten Auswirkungen ausgeht, dann ist vielleicht die Möglichkeit da, dass die dann auch entsprechend eintreffen. Und dabei bin ich beim letzten Punkt und da geht es darum, um die emotionale Bindung zu deinem Erfolg. Und zwar, wenn du dir ein Ziel setzt, dann darfst du da wirklich auch mit dem Herzen dabei sein und es aus voller Liebe tun und dich auch immer wieder mit dem Ziel befassen. Sprich, du begibst dich in die Situation, in die Lage, in das Gefühl, wie wäre es, wenn ich schon dieses Ziel erreicht hätte. Und da ein paar Tipps dazu, wie das am einfachsten gelingen kann, ist, indem du immer bei guter Laune bist oder möglichst bei guter Laune bist, schon morgens angefangen. Dann zweitens, du hast ein positives Selbst- und Weltbild. Das heißt, wenn du in den Spiegel schaust, siehst du nicht unbedingt eine Person, die erfolglos ist und kein Geld verdient, Single ist, was auch immer, sondern du siehst dich schon als erfolgreicher Geschäftsmann, als erfolgreiche Geschäftsfrau, als super Liebhaberin, wie auch immer. Auf jeden Fall begibst du dich schon in diese Stimmung, dass dein Ziel schon oder dein Traum schon wahr geworden ist und der Erfolg schon eingetroffen ist. Und als letztes, und das ist auch eine ganz enorm wichtige Einstellung für mich, ist, dass du dein Leben nicht in Problemen siehst und nicht nur nicht das Negative siehst, was passiert, sondern eigentlich immer nur Lösungen siehst. Es mag eine komplizierte Zeit momentan herrschen, es gibt viele Herausforderungen, aber die Herausforderungen wurden uns ja, von Gott, vom Universum, vom Leben so in den Weg gelegt. Und daher dürfen wir uns damit, ja, damit abfinden, diese akzeptieren und gleichzeitig auch als Test sehen, und so sehe ich es auch, dass du einfach sagst, daraus lerne ich aus dem, was gerade passiert. Ich lerne mich besser kennen, wie ich damit besser umgehe. Und ja, dann hält dich eigentlich nichts mehr davon ab, erfolgreich zu sein, weil je positiver, je optimistischer, ja, fröhlicher du eingestellt bist, desto, und dann gehen wir wieder zurück, dann darf ich hier auf das Gesetz der Anziehung eingehen, dann wirst du auch diese Dinge entsprechend in dein Leben ziehen. Also, nochmal, bleib positiv, lass dich von den Äußerlichkeiten, von den externen Einflüssen nicht zu sehr vereinnahmen. Und wenn du noch mehr wissen willst davon, was es für Möglichkeiten gibt, was es für Methoden gibt, wie man erfolgreich wird und wie du den Erfolg anziehst und dein Geschäft auch erfolgreich gestaltest, dein Leben gestaltest, dann fühl dich einfach eingeladen, komm auf meinen YouTube-Kanal und in der Beschreibung hier findest du einen Link, wo du einen Termin mit mir vereinbaren kannst und dann können wir gerne über deine aktuelle Situation und deine Ziele, deine gewünschten Erfolge sprechen.